Hallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Jazz Jack Rabbit. Ja, das letzte Mal ist natürlich auch schon wieder etwas sehr lange her, aber ich melde mich hiermit zurück aus meiner Sommerpause und ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ach doch, warte mal, wir hatten doch Episode 2 abgeschlossen. Das bedeutet, es beginnt Episode 3. Oh yeah, Freunde. Das passt ja perfekt. Rabbit's Revenge. Dann wollen wir mal, ohne groß weiter rumzuschwafeln, hineinhüpfen und auf Farnolint landen. Da ist er. No approaching Farnolint. Oh yeah, das ist die Welt. Oh yeah, dieses Level ist geil. Das ist richtig geil. Oh yeah, das hat so eine geile Mucke, dieses Level hier. Ah, das freut mich so richtig. Und es hat Turtle Tanks. Oh yeah. Und es hat diese Ventilatoren, die einen nach oben pusten können. Ach ja, ich musste so wieder auf den Blaster umschalten und eine ganze Menge Stuff sammeln. Oh yeah, boah, ich liebe dieses Level total. Oh yeah! Ich bin froh, dass wir hier nicht auf schwer spielen. Au. Ich bin froh, dass wir hier nicht auf schwer spielen, weil wir hätten das sonst mit ziemlich nervigen Gegnern zu tun, nämlich so lilafarbene Blumenblüten, die, ja, es sind Blumenblüten, die wir als Gegner hätten. Oh Gott. Oh Gott. So. Und so. Die einfach mal so zur Seite reingeschossen kommen. Und du hast echt keine Chance, da denen großartig auszuweichen. Okay. Und. Okay, da müssen wir nach oben. Da oben ist Rapid Fire. Her damit. Das nehme ich sofort an mich. Da oben kann ich auch nochmal hin. Da habe ich doch wieder irgendwas vergessen. Ja, das sehe ich doch hier. Ja, Möhren. Aber sonst noch was? Sieht nicht danach aus, oder? Nee, da kommen wir später noch hin, wo wir diese blinkenden Sterne gesehen haben. Moment, da muss ich glaube ich richtig viel Anlauf. Ah. Irgendwie kommt man nach da oben. Ich habe keinen blassen Schimmer wie. Da oben sind glaube ich eh nur Möhren. Karotten. Nee, da komme ich so nicht hin. Gute Frage, nächste Frage. Erstmal sammeln wir hier den ganzen Stuff natürlich mal wieder ein. Den ganzen Stuff natürlich. Und ja, wo lang jetzt? Weiter nach oben? Ja, geht nur weiter nach oben. So. Hier alles mitgenommen und alles mitgenommen. Und hier, oh Gott, Turtle Tank. Muss auf mein Schild besser aufpassen. Der hält auch nicht mehr lange. Oh Gott. Alles einsammeln hier. So, und hier kommen wir auch an die Sterndinger hier dran. Diese Unverwundbarkeitsteile. Aber Freunde, ich habe es richtig vermisst aufzunehmen. Das macht jetzt eine... Das freut mich echt, Freunde, ja, dass es endlich mal wieder weitergeht. Vor allem mit Jazz Jack Rabbit und, wie habe ich den nochmal genannt? Albrecht. Albrecht, genau. Weil ich der Meinung war und eigentlich immer noch bin, dass jeder Vogel Albrecht heißen sollte. Auch die weiblichen Vögel. So. Checkpoint erreicht. Und ich komme da doch noch irgendwie safe hin. So, Albrecht, kümmere dich um die Plants hier. Sehr gut. Und... Oh mein Gott. Das war dämlich. Aber gut, da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Und... nein! Verdammt, okay. Na gut, einer wird den Kohl wahrscheinlich fertig machen. Ach, verdammt, das wird mich ja heute Abend die ganze Zeit im Bett verfolgen. Du hast diese eine Stück Munition nicht eingesammelt. So, jetzt kann ich heute Nacht gut schlafen. So. Schieß und jetzt können wir die Pflanze angreifen.
Eigentlich ziemlich albern, dass man gegen Topfpflanzen kämpfen muss. Aber hey, wir sind hier auf Farnolint und hier sind die Topfpflanzen ziemlich gefährlich. So. Oh, Diamantkristalle. Oder sowas. Eine Art. Her damit auf jeden Fall. So, hier ist auch nichts versteckt. Hier hoch. So. Dann auf. Hier, ne, nichts verpasst. Okay, gut. So, und... diese, warum sind hier eigentlich überall diese Wasserfälle? Diese Strömung ist auch ein bisschen nervig, aber nur ein bisschen. Das geht eigentlich, es geht. Ja, wenn man es cool macht, geht alles. So. Und jumpen wir hier rüber. Oh yeah! Das ist nur wegen der coolen Musik hier zu verdanken. Jazz Jack Rabbit hat aber generell ziemlich geile Musik. Das muss man zugeben. So, und... Ach, so, her damit. Niam, niam, niam. So, wo lang? Ich glaube hier runter. Okay. Sammeln wir erstmal alles ein. Wie immer natürlich. So, und... Irgendwie ziemlich gegnerleer hier. Vielleicht liegt es aber daran, weil sie schon alle... schon erschießen, bevor sie kommen. Also bevor sie ins Bild kommen. So, da oben war wieder so eine Topfpflanze. Und... das ist wie so ein Rad, ne? Wenn sich Jazz schnell genug bewegt, sieht das aus, als ob es ein Rad wäre, wo er rumlaufen würde. So, Albrecht klärt wieder. So, und... Okay. Hier irgendwas versteckt? Nee, aber hier ist doch sicher... Ja, natürlich ist hier was versteckt. Haha. So. Und hier ist immer noch was versteckt. Sonst noch was? Nee. Okay, das war's. Oh yeah, Freunde. 100%. Bin auch sogar relativ link, ne? Oh yeah. So, und jetzt kommt Farnolint Level 2. Yay. Eigentlich gar kein Yay. Dieses Level ist... Okay, so geil das erste Level noch ist, ist das zweite Level... Ich glaube, es beschreibt es ganz gut. So, da oben haben wir noch einen weiteren Albrecht. Ich glaube, den lassen wir den erstmal? Ja, natürlich lassen wir den erstmal da. Aber... Okay, gut. Wir lassen den Albrecht erstmal dort und kämpfen uns hier durch. So. Nein, ich will da nicht hoch. Noch nicht. Und ich habe so einen Eindruck, wir würden hier wieder was verpassen. So, und... ich habe mich in die Wand... Gut, nicht festgeglitscht, aber ich habe so den Eindruck, dass das hier nicht richtig ist. Es sieht irgendwie falsch aus. Gut, ich hinterfrag das nicht. Ach, ich bin unverwundbar gerade. Ich frag mich gerade, warum... Na gut. Warum, aber wo ist überhaupt mein Schild abgeblieben? Ich frage mich gerade ziemlich vieles. Ich glaube, das merkt ihr. Und jetzt habe ich eigentlich den zweiten Albrecht vergessen. Ich renne nochmal zurück, weil da war ja noch Munition gewesen und das ist ja eigentlich ziemlich schnell eingesammelt. Das sind aber ziemlich große... Sind das... Ach, keine Ahnung, diese komischen Glasblöcke hier und da drin befinden sich große Piranha-Plants. Ich schätze mal, es sollen Piranha-Plants sein, aber die sehen nicht gesund aus. Ist Farnolint sowas wie ein Pflanzenlabor? Oder einfach ein riesiges Gewächshaus?
Wer weiß, wer weiß. Und da ist auch wieder mein Schild. Meine Schildkristalle bzw. Juwelen. Okay, dann haben wir hier alles abgecheckt. Oh Gott. Also das war jetzt nicht sonderlich nett. Ich konnte nicht wissen, dass da unten eine Topfpflanze steht. So, weg mit dir. Und... So. Albrecht, kannst du den Turtle Tank da zerschießen? Was sind das eigentlich für Pflanzen? Ich hatte das ja so gemacht... Ich wollte den ganzen Gegnern ja Pflanzennamen geben und Pflanzennamen? Was? Ich wollte den Gegnern ja Gegnernamen geben. Ich wollte gerade fragen, was wir der Pflanze für einen Namen geben können. Ich würde sagen, die Pflanze nennen wir... Das ist eine... Eine ganz gemeine Todesklee-Topfpflanze. Ja, genau, eine Todesklee-Topfpflanze. So, dann einmal gerade bitte auf den Launcher. So. Oh, das war's. Tschüss. Wieso ist Albrecht jetzt weg? Liegt vielleicht daran, dass ich den zweiten Albrecht nochmal eingesammelt habe und dann... Oh Gott. Wahrscheinlich... Ich glaube, es ist so. Pass mal auf. Ich glaube, es ist so. Müsste nicht noch ein zweiter Pfeil sein? Egal. Ich glaube, es ist so. Solange ich den Schild habe... und vorher Albrecht eingesammelt habe. Wo muss ich lang? Hier schon mal nicht. Ah, wieso schießt er zweimal? Ich glaube, ich muss Albrecht erstmal einsammeln, dann den Schild einsammeln. Dann bleibt Albrecht auch geschützt. Ich erkläre gerade den Freunden hier was. So. Jazz hört mir eh nicht zu. Ich taste mich nur langsam vor. Guck mal, wir haben das Bonus-Game. Diesen Bonus-Game-Kristall-Diamanten-Juwel gefunden. Noch ein kleiner Schild. So, und hätten wir jetzt noch einen Albrecht, dann wäre er auch geschützt. Sammeln wir Albrecht nach dem Schild ein. Ist Albrecht so nicht geschützt? Also so schätze ich es mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Aber ich denke mal. So, ich glaube jetzt hier runter und dann... Genau. Und da, wenn wir jetzt nach oben gehen würden, kämen wir da raus, wo sich der eine Weg abgezweigt hat. Tun. Ergibt das irgendwo Sinn? Kann man mich verstehen, wie ich das meine? Falls nicht, müsst ihr das sagen. Und dann versuche ich es anders zu erklären. So. Ah, hier sind diese blöden Todesklee-Topfpflanzen. So. Zack. Weg mit dir. Ich weiß, hier befindet sich auch noch irgendwas. Komm. Alles klar. Hier noch irgendwas? Nein? Okay, gut. Wir haben hier alles gesäubert. Schön, dass wir das geklärt haben. Sonst hier gar nichts mehr? Alles? Okay, wir haben alles. Haben wir alles? Wir haben zumindest alle Items und einen Großteil der Gegner. Immerhin etwas, ne? Level clear. Oh yeah. Ach Freunde, ich muss erstmal hier überhaupt ins ganze Let's Play wieder reinkommen, aber ich hab's echt vermisst, ne? Ah, schön. Hab ich den verpasst? Nee. Lieber mal vorsichtshalber umdrehen.
Hilfe. So, einsammeln. Und Jazz total betrunken hier rüber über die Straße laufen lassen. Yay! Yay! Bloß diese Exit-Schilder hier umgehen. Ich hab keinen Bock, jetzt frühzeitig hier rauszufliegen, nur weil ich zu blöd... Was? Wie hab ich das jetzt geschafft? Richtig positionieren und weiter geht's. So. Jazz sammelt alle ein. Alle, die dir über den Weg kommen. So, dann konnte man hier, glaube ich, noch lang. Genau. Ich finde es übrigens lustig, dass man in der CD-Version des Spiels, die ich hier gerade spiele, alle Bonus-Games auch mal so spielen kann, ne? Komm schon, wir haben's gleich. Nein. Es kann sich als ziemlich schwer erweisen, einen einzelnen Juwelen einzusammeln. Okay, wir haben noch genug Zeit. Uns fehlt nur noch ein Juwel. Natürlich, hier sind noch ganz viele. Okay. Hätten wir das nun auch geklärt. Scripperap Level 1. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, Scripperap... Nein, das ist dieser Planet. Oh mein Gott, nein. Okay, wenn wir nächste Folge viel Spaß haben. Schöne Musik, muss ich zugeben, aber das Level an sich ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich glaube, ich renne hier einfach nur durch und will es hinter mich bringen. Ja, das ist, glaube ich, die beste Strategie. Gut, Freunde. Das soll es dann aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet für diese Folge Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Und darum will ich an dieser Stelle sagen, ciao, Freunde. Das war's dann wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin. Tschüss, ihr Kinders. Bis dahin.